Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Schwert hier auf meinem Kanal. Ja, wir waren ja gestern dabei stehen geblieben, dass wir dieses unbekannte Pokémon entdeckt haben, wo ja jeder weiß, dass dieses legendär ist. Das war ja nun auffälliger, geht's ja gar nicht. Ja, und jetzt sind wir auf dem Weg zur Route 2. Diese durchstreifen wir jetzt. Hey, The Remake. Ich glaube, wir lernen das was über das Pokémon fangen. 100 Pro. Sag mal, weißt du überhaupt schon, wie man ein Pokémon fängt? Oh. Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? Ja, wenn man die alten Teile alle kennt, dann weiß man auch, was auf einem zukommt. So, jetzt habe ich es. Falls nicht, erkläre ich es dir. Falls nicht, erkläre ich es dir. Wer ein Pokédex füllen will, sollte schließlich auch wissen, wie man ein Pokémon fängt. Deleon! Jedes Pokémon gehört einem oder zwei Typen an. Und jeder Typ hat Stärken und Schwächen. Deshalb ist es sehr wichtig, dass du dir ein Team von Pokémon zusammenstellst, die ihre Stärken und Schwächen gegenseitig ausgleichen. Das heißt, wenn ihr ein Pokémon-Spiel startet, achtet immer darauf oder versucht herauszufinden, welche Arena-Leiter gibt es dort. Ja, habt ihr dann zum Beispiel Arena-Leiter Feuer, Wasser und Pflanze oder so, dann nehmt euch am besten Feuer, Wasser und Pflanzen-Pokémon mit, weil Pflanze kottert Wasser aus. Ist ja logisch, ne? Weil die Pflanze braucht Wasser zum Leben. Dadurch wird das Pflanze ja von wird das Wasser von der Pflanze aufgenommen. Somit stirbt das Wasser ja in Anführungsstrichen. Feuer besiegt Pflanze. Sieht man ja an Waldbränden. Ja, Waldbrände sind mit die stärksten Brände, die es gibt. Ja, wenn du schön trockenes Gras hast, was brennt, dann ja, kannst du damit auch schon mal den ganzen Wald zerstören. Und ja, so ist es auch mit den anderen. Elektro zum Beispiel ist total uneffektiv gegen Boden-Pokémon, weil ein Blitz wirst du nie auf dem Boden sehen, weil der so weit nicht runterkommt. So, und dadurch haben Boden-Pokémon, können die Elektroattacken abwehren. Ja, da sieht es wieder mit Wasser anders aus, ne? Wenn du Wasser auf Sand schüttest, wird es matschig und schlammig. Das heißt, so gesehen ist der Sand denn ja tot, in Anführungsstrichen. Und das heißt, dass Wasser eine Stärke für Boden-Pokémon hat. Ja, aber genug der trockenen Theorie, wie Dillion schon sagt. Er ist ganz heiß darauf, um zu zeigen, wie man eine Presse fängt. Und es ist Jab-Time! Ja, jetzt können wir erstmal gespannt zugucken. So, wir haben jetzt hier einen Volley. So, er setzt sein Micro ein und ja, jetzt schaut mal her, wie der Champ Pokémon fängt. In den ganz früheren Teilen wurde euch noch erklärt, dass ihr die Pokémon Feuer schwächen müsst. Ja, er macht es jetzt nicht, er wirft jetzt direkt einen Pokéball, wie wir sehen. Er denkt sich so, ich bin Champ, ich krieg das schon hin. Ist es eigentlich ratsam, dass man die Pokémon schwächt, also bis auf den gelben Balken runterzieht, weil umso leichter sind sie halt zu fangen. Ne? Wenn ihr nachher stärkere Pokémon habt, werden die sich natürlich gleich beim ersten Mal befreien, wenn sie volles Leben oder keine Statusprobleme haben, ja. Aber er zeigt es natürlich auf eine ganz einfache Art und Weise hier. So, hier habt ihr ein paar Pokébälle, versprechen wir, dass ihr vielleicht das Pokémon fangt. Hier in der Gegend kommen einen die Pokémon ja praktisch in die Arme gelaufen. Es ist fast so, als suchen sie alle neue Trainer. Du hältst 20 Pokébälle. Wenn ihr ein Pokémon fangt, bekommt euer Team dafür übrigens auch Erfahrungspunkte. Ja, stellt euch einen Trainer, den ihr unterwegs trefft. Als Champ bin ich schon sehr gespannt, welche Pokémon ihr euch aussuchen werdet. Ja, dieses Mitra sieht ganz interessant aus. Wir bräuchten relativ schnell einen Flug-Pokémon wegen der Attacke Flug oder wegen dem VM-Flug, dass wir auch fliegen können. Aber an sich, glaube ich, ist es hier sogar scheißegal, weil es gibt hier bestimmt auch irgendwas anderes. Wir werden sehen. Erstmal fangen wir uns trotzdem Flug-Pokémon, weil ich glaube, das ist das Erste, was man sich fängt. Weil wir haben ja vorhin den Bahnhof gesehen. Ich denke mal, die könnte man auch anderweitig nutzen, ne? Ich glaube, dafür brauchst du eigentlich diese Flug-Pokémon überhaupt nicht mehr. Aber gut, wir gucken uns trotzdem mal Micro an und wir können ja, ich kann euch ja nochmal eine andere Art vom Fang demonstrieren. So, Chimbep. Chimbep. Und ich finde ihn eigentlich auch so ganz fresh, das Pokémon, diesen Micro, ne? Sieht ganz lustig aus. Die Weiterentwicklung. Würde mich mal interessieren, wie die aussieht. Ob das jetzt eine Eule darstellen soll oder ein anderer Vogel. Denke mal, wird man ja später erkennen. Aber so an sich finde ich den interessant. Ist mir zwar ein bisschen klein, aber an sich ist schon ein gutes Pokémon. Kann man sich auf jeden Fall geben. Ja, ihr seht, ich schwäche ihn jetzt erstmal. Ich will euch mal natürlich die andere Seite demonstrieren. Oder wie wir es früher gelernt haben, wir Pokémon-Spieler von früher. Wir haben sich auf eine andere Art und Weise kennengelernt. So, jetzt habe ich ihn so weit runter. Jetzt sollte. Ja, eigentlich sofort drinnen bleiben. Ja, gut, ist ein Level 5er, der wäre wahrscheinlich auch so drinnen geblieben. Aber egal, wir gehen runter auf Beutel.
Ups, entschuldigt. Scroll einmal rüber und schmeiß eine Pokéball. Zack. 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 Und gefangen. Sehr schön. Micro wurde gefangen. Micro. Ich weiß nicht, wie man die ausspricht, ne? Mein Micro wird er an sich eigentlich nur mit I geschrieben. Ne? Nicht, was heißt der denn eigentlich? Micro. Ja, so an sich hat der was, ne? Also ich finde, es ist von den neueren Pokémon noch so einer, der normal aussieht und ja, der an sich was hat. So, weißt du, ich finde so, der ist, der sagt mir mehr zu als vielleicht hier Raffel oder so. Obwohl Raffel noch relativ noch relativ normal sieht, ist ja auch nicht so bunt gestaltet, so schwarz-rot-gold oder so mäßig. Okay, hier sind zu viele Mike. Wir schleichen hier durch so was. Schleichen vor allem, ich renn durch. Oh, unser erster Trainerkampf. Ja, er sieht schon so provokant und böse aus. So, was bringt er? Raffel. Übrigens ja Chimpep, weil Chimpep cool ist. Na komm, Zweigstoß. Klatsche ab ins Gesicht. Ich finde die Animation schon cool gemacht, ne? Also, ja, wie gesagt, ich finde es cool gemacht. Ist sehr interessant. Weil, das ist auch so das, was Pokémon jetzt auch mit den Jahren mitgemacht oder verändert hat, ne? Jetzt so. Wir haben jetzt hier die Spielwelt anders, besser gestaltet von der Grafik her. Da sieht man auch richtig, wie Pokémon, was sie für einen Sprung gemacht haben. Und natürlich auch die Fähigkeiten, ne? Wir haben jetzt hier so. Ja, diesen beim Zweigstoß, so bei speziellen Attacken, haben wir ja wirklich dann diesen Stock, der ihn dann haut, so, was cool dargestellt wird. Und halt bei Kratzer halt, dass man wirklich diese Klauen, diese drei, einmal quer das Pokémon sieht und so gesehen, okay, jetzt hat er ihn gerade gekratzt. Und ja, finde ich schon cool gemacht. Also. So, Chimpep ist hier weiter als mein Micro. Ich versuche die immer, die Pokémon auf gleichen Weg zu trainieren. Das Gute ist, früher brauchte man den EP-Teiler, musste man, also das heißt, man braucht den auch heute noch, aber früher musste man den EP-Teiler erst finden, den musste man bei so einer speziellen Pokémon-Company abholen und heute hat man gleich automatisch den EP-Teiler, was ich auch deutlich besser finde, weil wenn man am Anfang hier so gute Pokémon zur Auswahl hat, wie Micro zum Beispiel oder so. Oh, lol, das sieht aus wie ein Wasser-Pokémon. Blau? Könnte Wasser-Pokémon sein, ne? Na, mal schauen, vielleicht zeigt er ihre Attacken während des Kampfes. Ja, auf jeden Fall. Ich habe sogar richtig gehabt, meine sie. Ja, zum Beispiel, sollte es jetzt ein Wasser-Pokémon sein, hat man natürlich hier auch wieder, ja, auch wieder diese Auswahl am Anfang gleich, ja? Man hat Flug-Wasser-Pokémon gleich am Anfang so, weißt du, für die nächste Arena. Jetzt lass mal wie in den anderen Generationen, lass mal die erste Arena eine Gesteins-Arena sein. Dann bin ich mit meinem Wasser-Pokémon natürlich mega im Vorteil, ne? Wenn es jetzt eins sein sollte. Wissen wir ja noch nicht. Hat er noch leider keine Attacke davon gezeigt. Aber egal, dich fange ich mir. Und dann werden wir einfach nachgucken, was du bist. Pokéball, los! Ah, wie ihr seht, ich habe ihn auf den gelben Balken runtergerotzt. Auf den roten ist schwierig. Ja, dazu muss man wirklich wissen, dass die Attacke nicht so viel Schaden macht. Man sieht es ja während des Kampfes, wie viel Schaden die Attacke macht. Wenn sie schon am Anfang recht viel abzieht, dann würde ich nicht auf dem roten spielen, sondern eher auf dem gelben. Wenn es aber am Anfang weniger abzieht, wie in dem Falle gerade, dann kann man da ruhig auf Rot, hätte man ruhig spielen können. Aber ich habe jetzt gedacht, so, das Risiko geht jetzt nicht ein. So, wir haben für Kamehubs. Kamehubs. Jawohl, Wasser-Pokémon. Sehr schön. Gleich am Anfang Wasser-Pokémon gefunden. Finde ich sehr gut. Ja, sollten wir später noch bessere Wasser-Pokémon finden, vielleicht auch welche aus der alten Generation, mal schauen, dann werde ich natürlich mir dort eins fangen, wenn ich da eins interessanter oder besser finde. Aber man spielt gerne natürlich gerne mit den neuen Pokémon, wenn man neue hat, weil man da ja auch neugierig ist, was für Entwicklungen die haben. So, zwei Tränke gefunden. Was bist du denn? Ein Fuchs. Ich will jetzt nicht noch eine Theorie aufstellen, aber das könnte auch ein Feuer-Pokémon sein. Das wäre natürlich ganz cool, wenn wir das natürlich gleich mal ausprobieren könnten mit Kamehubs. Ich habe echt Angst, wenn der jetzt wirklich eine Wasserattacke schon besitzt, ich die jetzt einsetze, dass der dann sofort Knockout ist. Okay, auf jeden Fall hat er schon mal. Oh, Aquaknarre.
Okay, komm, wir gehen das Risiko ein. Ich bin interessiert. Ich bin interessiert daran, ob Klappfuß und Feuer-Pokémon ist oder nicht. Und ob er sofort down geht. Klar. Er hat kaum Schaden gemacht. Okay, er kann kein Feuer-Pokémon sein, weil selbst wenn er ein Level höher ist als meiner, als Feuer-Pokémon, müsste er eigentlich übelst viel verlieren. Aber wir können ja trotzdem mal gucken, bevor mir Kamaps down geht, setze ich lieber Schimpfwebb ein. Der regelt das schon. Jetzt pass auf, jetzt setzt der andere wahrscheinlich eine Feuerattacke ein. Nee, Rutenschlag. Ich will überlegen, ob ich ihn fange. Ich kann das später vielleicht noch in die Box bringen. Oh, Kratzer. Autsch. Lass mich in Ruhe. Oh, das hat aber wirklich was gebracht. Das war effektiv. Egal, wir fangen es trotzdem. Na, dann kriegen wir auch gleich einen Pokédex-Eintrag. Und sollte es wirklich ein Feuer-Pokémon sein, wäre es auch geil, weißt du? Weil die nächsten Arenen, oder es wird auch bestimmt irgendwann eine Pflanzenarena geben, weil es war bis jetzt immer so. Warum sollte es jetzt die Pflanzenarena rauslassen? Die war bis jetzt immer da, weißt du? Und dementsprechend wäre es natürlich schon gut, wenn man dann gleich ein Feuer-Pokémon hat. Wie gesagt, hier genau das gleiche. Da kann man natürlich dann auch selber entscheiden, welches man unbedingt haben möchte. Unlicht. Oh. Das hat mich von der orange-roten Farbe so irritieren lassen. Unlicht ist an sich gut gegen Psycho-Pokémon. Ich denke mal nicht, dass du gleich in der ersten Arena Psycho bekommst. Psycho war auch immer so. Gab es auch mal als Arenen, das ist richtig. Waren aber meistens so am Ende die Arenen. Ich weiß noch, bei Pokémon Rot und Blau war die Psycho-Arena, ich glaube, die vorletzte war es sogar. Könnte aber auch die letzte gewesen sein. Weil dazwischen kam, glaube ich, noch eine Geist-Arena. Okay, jetzt wäre Chimbap eigentlich am besten, weil es ist ja ein Wasser-Pokémon. Achso, übrigens, hier, Maiko hat einen Bedroher für die Pokémon. Der Gegner kann, die können keine Bären von sich selber einsetzen, weil du kannst ja zum Beispiel eine Sinnelbeere oder eine Pirsifbeere oder so, die haben dann verschiedene Wirkungen. Eine Sinnelbeere füllt dein Leben ab einem bestimmten Punkt, wenn du sie den Pokémon zum Tragen gibst, essen die den in einem Kampf ab einem bestimmten Punkt selber und füllen sich so 10 KP, glaube ich, auf. Und durch den Bedroher können die keine, vom Maiko können die keine Bären einsetzen, was an sich geil ist, weil wenn der Pokémon-Trainer darauf setzt, dann ist natürlich Endstation. Da, zack, selbst wenn der voll gewesen wäre, hätte er sofort verkackt. 3 Level höher, Pflanzen-Pokémon gegen den Wasser-Pokémon, habe ich euch vorhin schon erklärt, ist sehr effektiv. Ja, deswegen empfehle ich immer so einen Mix aus allen Typen. Ja, du kriegst natürlich nicht alle in dein Team rein, kannst in 6 Typen mitnehmen, aber du könntest theoretisch... gibt es verschiedene Pokémon, die auch verschiedene Attacken auch von anderen Typen lernen können. Zum Beispiel war es früher bei Flamly so, wenn Flamly sich weiterentwickelt hat, hat er auch Kampfattacken gelernt, bei Jungglut und so. Und Kampf ist ja sehr effektiv gegen normale Pokémon und es gab ja mal eine normale Arena, zumindest war es in der ersten Generation so. Oh, jetzt habe ich meine Pokémon bis jetzt noch nicht geheilt. Oh gut, ich glaube, da am Anfang die Trainer, wenn man da Pokémon schon so ein bisschen kennt, wenn die so entdeckt. Für eins. Könnte Käfer sein. Da ist Flug natürlich effektiv. Wir wissen alle, Vögel essen Käfer. Dementsprechend sind Flugattacken gegen Käfer-Pokémon sehr effektiv. Pflanzen natürlich nicht, ne? Weil Käfer fressen Pflanzen. Und wenn ich da jetzt ein Pflanzen-Pokémon einsetze und er eine Käfer-Attacke ein, da, zack, sofort runter. Weil Flug ist effektiv gegen Käfer. Und das ist ein Käfer-Pokémon. Aber ihr müsst ja halt auch Flugattacken einsetzen. Also es reicht nicht, wenn ihr Flug-Pokémon in den Kampf schickt mit Kleptifuchs. Ach, das war der, den ich gerade hatte. War Unlicht. Was war gegen Unlicht effektiv? Unlicht. Ja, es gibt so, manche Attacken sind, oder manche Pokémon sind, da weiß ich wirklich nicht mehr, was los ist. Und ich glaube Psycho, aber ich habe kein Psycho-Pokémon. Ach egal, komm, wir wechseln schon wieder rein. Mein stärkstes, also das der auch. Ja, Unlicht ist immer so schwierig. Unlicht war auf jeden Fall, glaube ich, gegen Geist effektiv. Also wenn du ein Geister-Pokémon hast, ruhig Biss einsetzen, das Geister-Pokémon sollte eigentlich denn... Okay, Zweistoß ist effektiv. Finde ich auch cool, dass die hier bei den Attacken darunter die Empfehlungen, ob das effektiv ist oder was nicht, runtergeschrieben haben. Ne? Ja, es ist nochmal für Anfänger, ist es natürlich nochmal am besten zu wissen, okay, das ist jetzt eher nicht so effektiv, aber man hat gerade gesehen, wie effektiv Zweigstoß gerade war. Und jetzt machen wir es schnell vorbei, der kann dann schnell mal ins Pokémon Center rennen. So, Micro Level 9 ist auf dem Niveau wie Chimbap. Chimbap wird nach dem nächsten Kampf auf Level 10 rutschen und Kamab sollte eigentlich auch nach dem nächsten Kampf auf Level 7 rutschen.
Ja, der hängt jetzt ein bisschen hinterher. Das ist immer so das Problem, wenn man die Pokémon später fängt und die anderen schon gelevelt hat. So, zack. Erstmal alle hoch. Heilen hier wieder. Selbst klappt die Fuchs hat sogar mehr gelevelt als Kamehaps. Was haben wir hier noch drin? Da hinten ist ein Raffel, hier vorne sind Kleptifuchs und hier vorne sind Micro. Gut, nee, brauchen wir nicht unbedingt. Wir haben gerade schon gut was trainiert. Schau mal, das ist die Professorin. Was macht die Arbeit, Professorin? Wie ich sie kenne, haben sie inzwischen alle Geheimnisse des Dynamax-Phänomens gelüftet. Ha! Ich fürchte, davon bin ich noch entfernt. Dynamax ist immer noch ein großes Rätsel. Ach, wenn ich nur endlich meinen Enkelin dazu bewegen könnte, das Projekt zu übernehmen. Oh, wie unhöflich von mir. Ach nee, oh, wie unhöflich von mir. Ich habe gar nicht bemerkt, dass wir Besuch haben. Willkommen auf meinem bescheidenen Anwesen, junge Trainer. Ich bin Professor Magnolica. Jetzt lernen wir endlich die Professorin kennen. Kommt nur mit herein. Ja, entschuldigt, Pokémon ist viel mit viel Gelaber verbunden. Deswegen werde ich die Folgen auch auf 20 Minuten strecken, jetzt jedes Mal. Was sehe ich da, Hope? Dein Wolli hat ja Gesellschaft bekommen. Wie schön. Und du musst die Remake sein. Meine Enkelin Zania hat dir ein Pokédex zukommen lassen, nicht wahr? Jetzt liegt es an dir, ihn zu vervollständigen. Die Remake, das Dynamax-Phänomen ist dir doch sicher ein Begriff, oder? Professor Magnolica erforscht dieses Mysterium nun schon seit einiger Zeit. Erst wenn wir alles darüber wissen, werden wir das Potenzial von Dynamax vollständig ausschöpfen können. Ach, das ist mal wieder typisch Dillion. Pokémon hier, Dynamax da. Muss sich jedes Gespräch um Pokémon drehen? Schau doch mal ein wenig über den Tellerrand und erweitere deinen Horizont. Da wäre zum Beispiel Tee. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele verschiedene Teesorten es auf dieser Welt gibt. Überaus faszinierend. Entschuldigen Sie, Professorin, aber könnten Sie uns einen Gefallen tun? Sagen Sie meinem Bruder doch mal, dass er uns eine Empfehlung für die Arena-Challenge geben soll. Denn die brauchen wir, um uns für die Teilnahme zu qualifizieren. Was höre ich da? Willst du etwa nicht, dass Sie daran teilnehmen, Dillion? Hope und Etoremix sind erst vor kurzem zu Pokémon-Trainer geworden. Sie sind einfach noch zu unerfahren. Ach so, aber war es nicht auch dein Traum, dass Oskala irgendwann mal einmal die Region mit den stärksten Trainern der Welt wird? Da haben sie natürlich recht. Das war ja auch der Grund, warum ich überhaupt dazu entschieden habe, hatte den beiden ein Pokémon zu schenken. Na schön, ihr sollt euren Empfehlungsbrief haben. Aber nur unter einer Bedingung. Ich will, dass ihr kämpft. Ich will, dass ihr mal einen Kampf zeigt, nachdem mir gar nichts anderes übrig bleibt, als euch für die Arena-Challenge zu empfehlen. Aber vorher mache ich natürlich noch eure Pokémon fit. Das ist natürlich geil, jetzt hätte ich die Tränke nicht verschwenden brauchen. Scheiße! Egal. Ist natürlich cool, dass wir jetzt wieder einen Rivalenkampf bekommen. Gibt immer noch gute P, wisst ihr? Kann man gerne gebrauchen. Oder kann man immer gebrauchen oder so. Ja, nach dem Kampf ist ja perfekt, dann können wir easy die Folge erstmal beenden. Na dann, let's go. Lass uns mal einen geilen Rivalenkampf starten. Okay, los geht's. Passt ja perfekt ins Bild. Oh, entschuldigt, das habe ich euch gar nicht vorgelesen. Aber es war halt nur, wie überaus motiviert er ist, die Arena-Challenge zu gewinnen, zu bekommen, die Empfehlung. Den Kampf zwischen euch zwei jungen Trainern will ich mir auf keinen Fall entgehen lassen. Für mich ist jeder Kampf eine Chance, etwas Neues zu lernen. Nur so kann ich meinen Ruf als Seeleur und der Unschlagbare gerecht werden. Liefert mir einen Kampf, der sie gewaschen hat. Lasst anständig die Fetzen fliegen, hört ihr? Jetzt geht die Legende von Hope erst so richtig los. Pokémon-Trainer Hope fordert dich heraus. Na, eigentlich habe ich ihn herausgefordert. Pokémon-Trainer setzt Wolli ein. Pokémon-Trainer Hope, tut mir leid. Los, Kamehaps. Bist schon ein bisschen stärker geworden? Das werde ich gleich mal überprüfen. Nein, das willst du nicht wissen, ob ich stärker geworden bin. Das willst du nicht wissen. Beides effektiv, okay. Dann machen wir mal das Volley nass. Oh ne, erstmal tackelt uns das Volley. Aber jetzt machen wir es nass. Du stinkst!
Mach dich mal sauber hier. Du. Angriff von Kamiab sinkt. Ja, es waren so Heuler, Brüller und so. Es waren so die ganzen Alten noch so, die halt Angriff und Verteidigung mal sinken. Sowas wie Silberblick sinkt ja auch noch die Verteidigung. Immer ganz witzig zu sehen, dass das so ein Attacken, weil in der Serie haben die, machen die Attacken natürlich auch Schaden. Wenn da jemand anbrüllt, dann kriegt das Pokémon natürlich auch so einen gewissen Schaden. So. Was hier aber nicht der Fall ist, hier werden nur die Angriff- und Verteidigungswerte gesenkt. So, letzte Aquaknarre sollte das Volley eigentlich down sein. Ein Volltreffer. Da war ja auch nicht mehr viel übrig. Ein Volltreffer, ihr seid echt voll bei der Sache. Volley wurde besiegt. Als nächstes setzt Hope. Kamiabs Alempis, siehst du? Katze Kamiabs und nicht attacken. Jetzt kann ich Kleptifuchs schon wieder in die Box lassen. Clownwetzer. Das ist der Geistattacke, glaube ich. Nemeon. Ja. Dafür brauchen wir natürlich einen Pflanzen-Pokémon. Für dieses Pokémon. Komm zurück, Kamiabs. Super Kampf hast du den geliefert, mein Freund. Los, Chimpep! Chimpep! Let's go! Okay, Zweigstoß! Fast noch gut. Wahnsinn, du hast die Wechselwirkung zwischen den Typen ja schon total verinnerlicht. Ja, ich spiele auch schon seit Jahren Pokémon, deswegen weiß ich ja, welcher Typ gegen welcher effektiv ist. Und da hat man es wieder als Beispiel gesehen. Pflanze besiegt Wasser in jeder Hinsicht. Ihr habt gesehen, wie er abgezogen hat. Er hatte bloß Glück, dass er ein Starter-Pokémon ist, sonst wäre er gleich down gewesen. Ich weiß nicht, ob das ein Grund dafür ist, dass er so überlebt hat. Maiko, ich habe leider kein Elektro-Pokémon. Weil Flug ist nämlich gegen Elektro sehr anfällig. Deswegen, ja, weiß ich nicht. Ach komm, lass mal schon drauf, weil er einfach stimmt. Starkes. Das wird knapp, aber solche Kämpfe sind genau unser Ding. Ja, total. Das wird überhaupt nicht knapp. Ich bin haushoch, die überlegen. So, selbst wenn dein Level 5 Micro jetzt mein Chimpep besiegt, der Rest wird ihn fertig machen. Du bist am Marsch, ey. Nicht sehr effektiv. Oh, Pflanzenattacken sind nicht sehr effektiv. Na, gibt's denn. Aber Kratzer ist effektiv. Jawohl, Kratzer funktioniert. Nehmbar. Oh, der Schnabel hat mir wehgetan. Piekser ist auch eine sehr effektive Flugattacke. Ich glaube, die gab es gerade vorher auch nicht. Die ist, glaube ich, eine neue. Oder muss das in den letzten neueren dazugekommen sein? Außer also von früher kriege ich die nicht mehr. Kamiabs ist Level 8. Sehr gut. Das ist auf der Höhe von Micro und Chimpep. Das ist schon mal ganz gut. Na, aber wir sind auf dem ähnlichen Niveau alle. Chimpep muss sowieso über alle drüber stehen. Ist mein Starter-Pokémon. Das muss das stärkste sein. Kämpfe sind echt nervenraubend. Als Gewinner rastet man vor Glück aus und als Verlierer vor Frust. Aber es ist schon alles okay, denn im Endeffekt macht uns jeder Kampf stärker, oder? Das stimmt, mein Freund. Das stimmt. So. Was für ein Kampf. Into Remake. Hope. Mir fehlen die Worte. Damit habt ihr euch eine Empfehlung für die Arena-Challenge mehr als verdient. Wie schnell er einen Empfehlungsbrief geschrieben hat, ist wahrscheinlich nur ein Dreizeiler. Hiermit empfehle ich, dass Eto Remake an den Arena-Challenge teilnehmen darf. Euer Champ, Dillion, der Unschlagbare. sehr überzeugend. Meine Güte, jetzt habe ich das Wort überzeugend gesucht. Danke, Dillion. Ich schwöre, ich werde bei der Arena-Challenge voll durchstarten. Man merkt zwar, dass ihr noch jung und unerfahren seid, aber dieser Kampf war grandios. Glöre und ich sind noch immer völlig begeistert. Ich habe richtig Gänsehaut bekommen. Hope, früher hatte ich oft das Gefühl, dass du dich zu sehr auf Nebensächliches konzentrierst. Wurftechniken für Pokéball und andere Kleinigkeiten, die mit der wahren Leistung eines Trainers nichts zu tun haben. Aber nun scheinst du einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht zu haben. Dein Kampf ist auch unglaublich mitreißend, Eddie Mac. Davon will ich mehr sehen. Hast du gehört, Eddie Mac? Lass uns ab sofort trainieren, was das Zeug hält. Versuchen wir, Dillion zu übertrumpfen, damit einer von uns der nächste Champ wird. Ich bin dabei. Klasse, mit einem Rivalen wie dir fällt mir das Training gleich viel leichter. Was zum? Oh, wünsch dir was. So, eigentlich wollte ich die Folge schon längst beenden hier, ne? Aber ich warte noch, bis wir uns weiter von allein bewegen können. Hey, Eddie Remake, schau dir das mal an. Ist das nicht ein Wunschstern? Nein, es sind sogar zwei Wunschsterne. Hier, den kannst du haben. Du erhältst einen Wunschstern. Ein Gala verstreute Steine, denen ein geheimnisvolle Energie innewohnt. Es wird erzählt, Wünsche gingen in Erfüllung, wenn man sie aufsammelt. Mit so einem Wunschstern kann man Pokémon Dynamaximieren. Dadurch werden sie riesengroß.
Das ist ja ein Ding. Es heißt, Wunschsterne landen nur von Menschen, die einen ungewöhnlich starken Wunsch hegen. Ich will der Allerbeste sein. Ich will der Allerbeste sein. Ich will der Allerbeste sein. So, jetzt habe ich es mir dreimal gewünscht. Jetzt geht mein Wunsch bestimmt in Erfüllung. Ob Wunschsterne zählen zu den wertvollsten Schätzen, die man in Gala finden kann. Aber so wirst du ihnen ihre Geheimkräfte sicher nicht entlocken. Würdet ihr beide mir die Wunschsterne für eine kurze Weile überlassen? Ach stimmt, sie sind der Spezialist in Sachen Dynamax. Ganz ehrlich, für Ethereumic und mich wäre es einfach das Größte, wenn wir unsere Pokémon Dynamaximieren könnten. Erst begegnen wir im Schlummerwald diese merkwürdigen Pokémon und da fallen uns sogar zwei Wunschsterne direkt vor die Füße. Das waren bestimmt Vorzeichen, dass etwas ganz Großes bevorsteht. Eins nach dem anderen, junger Mann. Spar dir Energie lieber für morgen, wenn eine große Reise beginnt. Was ist denn hier los? Ihr seht ja vergnügt aus. Da kommt man ja gern nach Hause. Ihr esst doch noch mit uns zu Abend, oder? Ich bin vor kurzem auch auf den Curry-Trend aufgesprungen, falls ihr mal kosten wollt. So, kann ich jetzt bitte speichern? Die Folge ist schon wieder viel zu lang geworden hier. Endlich ist es morgen. Jetzt kann das Abenteuer losgehen. Guten Morgen, ihr Frühaufsteher. Sag mal, Hope, du hattest doch erwähnt, dass ihr irgendein merkwürdiges Pokémon gegen seid, oder? Kannst du mir etwas darüber erzählen? Ethereumic hat im Nebel gegen irgendein Pokémon gekämpft. Mehr weiß ich auch nicht. Ich bin nach einer Weile bewusstlos geworden und kann mich nicht so gut an nichts erinnern. Na toll. Schaut mal, ich habe hier etwas für euch, Ethereumic und Hope. Du hast ein Dynamax-Band von Professor Magnolica erhalten und sofort angezogen. Wenn man sich in der Nähe einer Energiequelle aufhält, leuchtet darin ein eingearbeiteter Wunschstern auf und ermöglicht die Dynamaximierung von Pokémon. Dynamaximierung ist das, was ihr am Anfang gesehen habt, wo das Glurak von Dillon so groß wurde. Wow, danke Professor, ich werd verrückt. Das sieht ja genauso aus wie das von meinem Bruder. Damit kann ich meine Pokémon jetzt jederzeit dynamaximieren, stimmt's? Eins nach dem anderen, junger Mann. Ich kann deine Begeisterung für das Dynamax-Phänomen nachvollziehen. Immerhin lässt das Pokémon riesengroß werden, aber ganz so einfach ist es nicht. Erst müssen einige wichtige Voraussetzungen erfüllt werden. Zuallererst solltet ihr herumreisen und euch mit so vielen Pokémon vertraut machen wie möglich. So füllt ihr auch im Handumdrehen den Pokédex. Endlich ist es soweit. Jetzt kommt die Legende von Hope so richtig in Fahrt. Komm, machen wir ein Wettrennen bis zum Remake. Fertig? Los! So, jetzt kann ich ja nicht speichern. Ja Leute, wir fassen uns jetzt kurz, es hat ein bisschen länger gedauert, sehr viel Dialog auf jeden Fall und der Kampf hat auch ein bisschen gedauert, aber ich konnte euch hoffentlich ein bisschen was zeigen, auch ein paar neue wilde Pokémon und wir haben viele neue getroffen, an sich haben wir nur neue in unserem Team, vielleicht finden wir auch endlich mal demnächst ein paar alte, hätte ich voll Bock drauf und ja, dann schauen wir mal, was uns so noch über den Weg läuft. Gut, ich bin einmal raus, wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, tschüss, bis dahin.